Moin Moin Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2017 in meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1 Team. Jo, wie ihr uns schwer erkennen könnt, befinden wir uns heute in Belgien auf dem wunderschönen Grand Prix Spa. Einer meiner Lieblings-Grand Prix. Schöne Highspeed-Strecke. Hier sieht man, glaube ich, oh Scheiße, die Kurve, glaube ich. Die S-Kurve. Sehr schwierig zu fahren auch. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn es fast geradeaus geht. Kann man sehr leicht abfliegen. Gab es ja auch schon mal den berühmten Überschlag von einem Langstreckenfahrzeug. Die Erhöhung da hochgefahren ist und da sich einmal um 360 Grad gedreht hat. Ja, das soll uns aber heute nicht passieren, natürlich. Also gehen wir gleich mal ab zum Training. Schade, jetzt habe ich vergessen, Forschung und Entwicklung zu gucken, wie wir da waren. Aber ich glaube, wir hatten alles gemacht. Glaube ich, zumindest. Aber können wir gleich auch nochmal gucken. Während des Trainings. Auch bin ich mal gespannt, was wir heute hier erreichen können. Willkommen auf einer der unberechtigten. So, muss ich wieder alles abbrechen. Ja, weiß jetzt gar nicht Highspeed, ob unser Auto so Highspeed-mäßig unterwegs ist. Gerade überfragt. Aber ich würde sagen, das sehen wir gleich. Steigen wir doch gleich mal ein. In die Streckenakklimatisierung. Ah, geht ja schon mal gut los. Magere Mischung nicht verfügbar. Das war schon mal Kurve versaut. Berühmte Kurve hier. Oh, noch gut getroffen. Na, der ist. Ist wieder verfügbar, aber vielleicht nur für den Moment. Wir können sie jederzeit wieder verlieren. Das ist also eine sehr körblastige Strecke. Man muss hier viele Curves mitnehmen, um auf der Ideallinie zu bleiben. Oh, sieht schon mal ganz gut aus. Ein bisschen besser getroffen. Nicht perfekt, aber gut. Das reicht mir. Optimal gewesen die Runde. Perfekt. Weiter geht's. Reifenmanagement. Achso, wir können mal das Setup erstmal einstellen. Ist ja noch ausgeglichen. Machen wir mal auf höhere Spitzengeschwindigkeit. 10 Minuten. Unschön auf Regen habe ich keine Lust.
Na gut, schnell rauf hier. Können wir noch ein Programm fertig machen. Mal hier mal auf Fett. So, Zeit ist schon mal super bisher. Ein bisschen zu doll über die Körper rüber. Scheint auf jeden Fall nicht so eine reifenaggressive Strecke zu sein, wie man sehen kann. Schon wieder nicht so gut. Oh, perfekt geschafft. Sehr gut. Mal gucken, ob wir hier noch was schaffen. Oh, hoffentlich kein Regen. Sehr gut, ist noch trocken. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuche es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Ich versuch's, Jeff. Das war nicht gut. Fast das Auto verloren.
nicht ganz so gut. Oh. Schlechter Start. Na toll. Macht's nicht gerade einfacher, Jungs. Versuchen wir es mal, ob hier noch was geht. Jo, bin ich Jeff. Sagen, das könnte eine optimale Runde werden. Jo. Das ist sie geworden. Gut. Das war doch schon mal ganz gut, soweit. Zeitmäßig wahrscheinlich so gut. Oh, 12. Krass. Also, haben nicht so viele auf Supersofts. Sind nicht so viele aus Supersofts gefahren, wollte ich sagen. Gut, damit können wir die Session dann auch beenden. Los geht's zur zweiten.
Ja, bin auf jeden Fall mal wieder gespannt, wie wir das Qualifying-Tempo so abschließen werden. Ob wir endlich mal so ein bisschen konkurrenzfähig werden vielleicht. Ist ja noch nicht so gegeben und ich sehe auch gerade, dass wir nicht geforscht haben. Oh, wir sind auch weit abgeschlagen, ey. Da muss man so langsam was passieren hier. Schon wieder kein empfohlenes Upgrade. So, was machen wir denn jetzt mal? Aerodynamik ist immer gut. Aerodynamik macht uns schnell. Da müssen wir jetzt mal irgendwas machen. Alles zu teuer. Wahnsinn. Okay. 1000 Punkte brauchen wir dafür. Ui. Okay. Krass, das kostet ja alles 1000. Heftig. Okay. Hier könnten wir was machen. Die Abnutzung ist. Ja, ist eigentlich okay, bin ich mir zufrieden. Noch mit der Abnutzung. Was ist hier beim Antrieb? Aber auch nichts machen. Oh. Ja, Chassis war auch nichts. Okay, nee, dann sparen wir wirklich die Ressourcenpunkte erstmal. Gut, okay. Oh, was ist hier denn so los? Erwartet Lebensdauer 46 Runden. Okay. Ist hier irgendwas sehr... Oh, 81%. 80, 91. Achso, nee, man muss hier falsch geguckt, alles klar. Ist ja ein bisschen doof gemacht. Zeigt doch das an, was ausgewählt ist. Also muss man hier erst auf 3 gehen. Was sehen kann. So, 3, 61%. 83%. Ja, können wir nochmal lassen, riskieren wir mal. Ups. So, Getriebe. Getriebe ist okay, ist noch völlig im Rahmen. Können wir so lassen. Gut, Training 2. So, dann können wir auch jetzt gleich mit dem Qualifying-Tempo anfangen. Warte, was haben wir denn für Teamziele? Schnellsicht 1, 2. Schließe ein Renderprogramm mit zwei verschiedenen Reifenmischungen ab. Okay. Der Standardkram. So, dann gucken wir mal. Holen wir uns mal eine erste Referenz. Bin mal gespannt. Los geht's. Das stimmt. Aber das wollt ihr doch, dass ich mich reinhänge. Muss das abkönnen, das Getriebe. So, Zeit ist bisher ganz annehmbar. Kann ich mit leben und arbeiten. Ja, erstes Teamziel abgeschlossen. Perfekt. Ja, das war ganz gut. Nicht zu lange auf der Bremse bleiben. Hier die Curb mitnehmen. Ah, das war schlecht. War ich irgendwie zu schnell oder zu spät eingelenkt? Zeit, die ist nicht sehr gut aktuell. Interessant. Ist
scheint das Setup wieder richtig gut zu sein. Die Strecke hier. Jo, nächstes Teamziel abgeschlossen. Perfekt. Dicke. Perfekt. Boom. Bam. Das hört sich doch gut an. Das lässt hoffen. So, ich glaube, die Zeit war auch ziemlich gut, aber. Oh. Da oben. 1,51. Sogar 1,54 ist auch nicht so gut. Das ist unser Teamkollege. Gut, das lässt hoffen. Dann können wir jetzt das gleiche nochmal mit einer anderen Reifenmischung machen, um das Teamziel, das letzte, zu erreichen. Also gleich wieder rein hier. Ja, aber gefällt mir bisher, muss ich sagen. Sind im Moment sehr gut dabei. Also der Motor allgemein scheint wohl schon gut zu sein bei dem Auto. Die Aerodynamik sind wir vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn es um Highspeed geht. Nur bei kurvenlastigen Strecken, da sind wir wohl noch nicht so. Was dann eigentlich ja darauf hindeutet, dass die Aerodynamik dann doch nicht so gut ist. Aber der Motor vielleicht. Bei Highspeed-Strecken waren wir, glaube ich, gar nicht so schlecht. Bisher. Oh, da ist die Zeit jetzt nicht so toll. Sieht man mal, was die Reifenwahl ausmacht. Gleich deutlich schlechter. Einiges schlechter. Schaffen gerade mal hier so nicht Zeit zu verlieren. Also das muss eine perfekte Runde werden, wollte ich gerade sagen, aber. Uch, du Scheiße. Das war jetzt ganz schlecht. Das war nicht gut. Oh, sehr gut, schön gerettet. War ganz gut in der Kurve hier. Zeit sieht gut aus. Ist hier auf jeden Fall sehr gut lenken auch auf der Strecke hier. Bin ich zufrieden mit. Zählt das jetzt nicht? Ist doch ein Renntempo-Programm, oder nicht? Warum haben wir das Teamziel jetzt nicht erreicht? Schließe ein Renntempo-Programm mit zwei verschiedenen Reifenmischungen ab. Haben wir doch gemacht. Qualifying. Okay, dann ist. Kurve 8. Die Revanche. Ich will sicher gehen, dass du mit ihr gut vertraut bist, denn sie fällt beim Einlenken ab. Hier ruinierst du dir schnell eine Bremse oder bist zu schnell und kommst von der Strecke ab. Dieser Kurve solltest du viel Respekt haben. Welche Kurve ist denn Kurve 8? Man weiß es nicht.
Training 3 wird mit Regen. Ist ja nicht so schön. Qualifying auch in der Mitte. Oh, und Rennen ist trocken. Yippie, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, okay. Moment, warte mal. Was war jetzt? T3 ist mit Regen. Ne, dann machen wir das Trainingprogramm hier. Also, los geht's. So, das Renntempo-Programm, das ist meistens nicht so schwer. Da geht es einfach darum, das einmal durchzuspielen. Aber man darf ja trotzdem natürlich keine Fehler machen. Wir werden auch wieder die 5 Runden fahren, auf jeden Fall. Aber wie ich mir denke, erhöht das so ein bisschen die Qualität der Daten. Es wird ja auch angesagt, dass vielleicht die Entwicklung dann nicht so oft fehlschlägt. Ja. Hoffe ich mir einfach. Weil bisher habe ich sonst immer nur 3 Runden gemacht. Da hatte ich jetzt schon mal so 1, 2, 3 Mal, dass die neuen Teile dann nicht zu dem bestimmten Rennen ja, da waren oder eingesetzt werden konnten. Weil einfach die Qualitätskontrolle oder die Teile nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen sind. So rum. So, und vielleicht helfen ein paar mehr Daten ja das zu verbessern vom Spiel her. Weiß ich zwar nicht, aber hoffe ich einfach mal. Bisher klappt es zumindest. Hatte noch keine fehlgeschlagenen Teile. Aber haben auch nicht viel entwickelt. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich sag mal so, bisher ist die Saison relativ schwer für uns. Weil das Auto einfach noch nicht so gut ist. Aber das ist es immer. Das ist es immer, wollte ich sagen, in der ersten Saison mit Sauber. Weil Sauber nun mal einfach das letzte Team ist von der Stärke her. Aber deswegen nehme ich auch immer Sauber, damit das ein bisschen interessanter ist. Sonst finde ich schon, es ist irgendwie zu einfach so ein bisschen. Außer man macht den Schwierigkeitsgrad halt extrem hoch. Dann ist es natürlich auch nicht mehr so einfach. Ich finde es auch ein bisschen realistischer, muss ich sagen. Mit dem Team Sauber. Macht auch mehr Spaß irgendwie. Weil ich festgestellt habe, wenn ich Mercedes nehme, da immer auf dem ersten Platz rumjuckel. Na, also macht mir jetzt nicht so viel Freude, muss ich gestehen. So, weil das echt irgendwie dann so ein ganzes Rennen auf dem ersten Platz ist irgendwie dann doch so ein bisschen langweilig. Weil man weiß, man gewinnt sowieso. Außer man macht jetzt einen riesen Fehler. Ja, das ist doch so viel spannender. Also Hut ab vor Lewis Hamilton, der da immer vorne wegfährt, fast immer. Das muss man auch können. So, dann haben wir auch schon fast die zweite Runde erledigt. Auch Spitzenzeit.
Ah, guck mal, jetzt sind wir auf dem 13. Platz. Nicht mehr so weit vorne. Oh, von hinten kommt Besuch. Bin mal gespannt, wer da kommt. Oh, derjenige ist aber schnell. So, jetzt steht es hier auch, Test abgeschlossen, du kannst eigentlich noch 12 Sekunden und so weiter, danke, fahren, um die Genauigkeit zu erhöhen. Also machen wir das. Kriegen wir diesmal auch volle Ressourcenpunkte für die Forschung. Das ist auch gut. So, dann haben wir auch schon die letzte Runde. Immer noch auf Platz 13. Schon mal. Falls die ganzen anderen Teams ordentlich fahren, was ja auch nicht immer der Fall ist, dass sie erstmal beim Qualifying ihre richtigen Zeiten fahren. Also falls sie richtig fahren, das ist eine ganz gute Zeit, würde ich sagen. Sind dann gut dabei für unser Niveau. Ich hör's. Ist nicht gut. Oh. Da hört man's.
Oh, hoffentlich hält das Getriebe im Rennen. Das war zum ersten Mal geschafft. Das zumindest schon mal geschafft. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Oh, Training schon zu Ende. Top 3. Hamilton, Raikönen und Sebastian Vettel. Das, oh, das war knapp. Wir sehen uns bald wieder. Da habe ich das ja gerade so geschafft. Mit dem Trainingsprogramm. So, jetzt müssen wir eigentlich Regen haben gleich beim dritten Training. Jo, und da ist er, der Regen. Mal gucken, vielleicht zählt ja jetzt, dass wir im vorherigen Training das Programm mit Sommerreifen absolviert haben. Sommerreifen, Trockenreifen und jetzt mit Regenreifen. Vielleicht kriegen wir da endlich den Punkt. Den hätte ich gern noch. Hier muss man jetzt ganz stark vom Gas gehen, wenn man die Kurve überhaupt noch schafft. Nicht so einfach hier im Regen. Nee, schon wieder Getriebeprobleme. Oh, nicht gut. Sag bloß. Echt jetzt? Hört man gar nicht. Verliere auch massig Zeit jetzt. Ja, das wird nix. Offensichtlich. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Völlig versaut, ey.
Versuchen wir nochmal. Kommen hier einfach nicht rum, ey. Was ist denn hier los? Sag mal. Gibt's doch nicht. Ach ne, komm, mach keinen Zweck. Bringt nix. So. Und tschüss. Session beenden. Das macht keinen Spaß im Regen. Sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Bottas, Hamilton und Kimi Räikkönen. Die Trainingsbestzeiten stehen. So. Qualifying ist zum Glück wieder mit Sonnenschein. Das gab auch nicht viele Punkte. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Platz 19. Es ist Zeit fürs Qualifying hier. So. Was mache ich denn jetzt mit dem Getriebe? Oh, 82%. Ja, aber wechseln darf ich es nicht, ne? Ich zurückversetzt. Oh, nützt nix. Müssen wir riskieren. Oh, das war schon mal schlecht. Ganz schlecht. Viel zu früh eingelenkt. Komm on, sauber, hol alles raus. Mist. Spät eingelenkt. Wie erwartet haben die ganzen Teams doch nicht alles abgerufen. Jetzt sieht man es. Platz 18 gerade mal. Gut gemacht. Oh, ein Platz über Planziel. Während wir uns etwas von
von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, Vettel und Kimi Räikkönen. Das Qualifying ist... Schade. Enttäuschend, leider. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber wie immer hat die Konkurrenz ein bisschen rumgespielt im Training. Nicht wirklich die Zeiten gefahren, die sie können. Schade. Gut, Ziel erfüllt. Das soll uns erstmal zufriedenstellen. Ach guck mal, sogar zwei Plätze über der erwarteten Position. Okay, in der Voicemail stand aber 19 da. Na gut. Ja, da werden wir auch nicht viel gemacht haben. Nö, das war klar. Das war klar. Jo, na gut. So, nochmal Voicemail. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartung des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! 19. Platz wieder. Das könnte zu schaffen sein. Gut, dann ab zum Rennen. Wir sind so gut wie bereit und... Spar dir jegliche Überholversuche in Kurve 1. Die ist viel zu eng. Konzentrier dich auf eine saubere Ausfahrt, damit du ordentlich Speed auf die Gerade bekommst. Okay, guck mal, interessant. Wir nehmen extrem wenig Benzin mit. Okay. Also geht das Team wohl offensichtlich davon aus, dass wir einiges sparen können, gemäß meiner Fahrweise. Weil sonst machen sie es eigentlich nicht. Oh, 10,5 zur Sicherheit. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was das hier gibt. Gerade den Start noch gerettet. Ja, scheiße. Ich höre das Getriebe schon. Nicht gut. Aber interessant ist, dass wir die... Komm, Windschatten, yes, den haben wir, perfekt. Ah, scheiße, das Getriebe macht uns einen Strich durch die Rechnung. Aber jetzt schon. Das höre ich, Jeff. Leider. Na, scheiße. Das ist nicht gut. Da fahren sie davon. Ausgetrickst.
Macht nichts, Hauptsache Betriebe hält. Das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Dann ist alles okay. Aber mal gucken, wie lange. Palmer, bitte nicht wegschieben. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Ja, das war klar. Schiebt er mich da halb von der Strecke, ey. Konnte ich zwar nicht so sehen, aber ich habe das richtig gemerkt. Come on, sauber. Du bist schneller. Yes. Nice. Da habe ich ihn wieder. Wir haben möglicherweise bald ein paar Probleme mit dem Getriebe. Rechne mit blockierenden und verfehlten Gängen. Ja, nicht schön. Interessant ist, dass wir eine komplett andere Strategie fahren als der Rest. Die sind alle mit Ultrasofts unterwegs. Wir scheinen hier die einzigen zu sein, die Supersofts verwenden. Aber können erstaunlich gut mithalten. So. Wohl. Ich halte gerade die Jungs auf, sehe ich gerade. Sprit sparen wir aber auch ordentlich. Das ist alles im Rahmen. Sehr gut. So. Geile Strategie bisher. Sehr cool, gleich kriege ich Ultrasofts, mit denen ich durchfahren kann. Das könnte interessant werden. Muss nur dranbleiben jetzt. Aber bisher bin ich zufrieden, was das dranbleiben angeht. Ja, ich weiß. Warum muss ich doch? Oh, da vorne sind sie. Na, ich denke, mein etwas leerer Tank könnte dazu beitragen, dass wir da vorne dranbleiben können, offensichtlich. Gefällt mir. Nice.
Hamilton kommt angeflogen. Scheiße, die habe ich versaut, die Kurve. Alles ziemlich abgenutzt. Und alles schon rein. Cool, ich habe DRS. Perfekt. Direkt hinter Rekönnen. Nice. Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Kann ich doch nicht. Doch, kann ich. Cool. Das war schlecht. Oh, Hamilton, da ist doch kein Platz. Also mein Benzinverbrauch ist auf jeden Fall spitze. Wir haben schon die Hälfte eingespart. Also das gefällt mir. So, Rang nach dem Boxenstopp wäre 16. wahrscheinlich. Ist okay, auf jeden Fall. Mal gucken, was wir da noch rausreißen können, weil wir die einzigen sind mit Ultrasofts. Das könnte dann uns in die Karten spielen. Komm, Bottas, das war jetzt aber unnötig. Na komm, zieh vorbei. Oh, bist du langsam hier. Das war knapp, Vettel. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen.
Habe ich vor. Na, Mist. Kann wieder nicht auf magere Mischung machen. Oh Gott, müssen wir da durch jetzt. Ab in die Box. Box, Box, Box. So. Guten Boxenstopp bitte, Jungs. Come on, come on. Zack, 2-7, sehr gut. Schön, da ist die ganze Horde. Platz 18. Platz 13, 14. Boah, Alonso. Ich... Kick mich nicht weg, bitte. Nice. Yes. Oh, jetzt zieht er aber. 3,25. Da, was hast du da vorne, Alonso? Werlein ist 2 Plätze vor uns. Wieso hast du das denn geschafft? Sehr gut. Oh, komm, Jungs, Gas. Ich war doch nicht in der Box, ne? Wahrscheinlich. Komm, Bro. Was ist denn da? Machen wir nochmal. Bin doch schneller als du, lass mich doch vorbei. Digga, weg da. Lass mich doch vorbei. Bin schneller. Oh, was war das denn bitte? Was ist denn da, Alter? Ey. Kollege. Oh, mein Auto sieht doch auch nicht gut aus. Ja, wo soll ich denn hin? Sag mal, was erwartest du denn da? Zack. Er ist schon auf dem Rasen da, oder? Ja. Scheißegal. Ein bisschen sliden. Verkeilt sich das schön. Jo, läuft. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Oh, jetzt. Also jetzt reicht's aber langsam, ey. Was stimmt denn mit dir nicht? Was soll denn der Scheiß? Alter Falter, ey. Ein bisschen calm down und so. Alter. Das war ja was, ey. Hätte ja schon das ganze Rennen an dem Arsch gewesen, ey. Und jetzt muss ich aber ein bisschen einfach einsparen. So langsam. Mein Auto raucht. Ist nicht gut.
So. Ja, ein bisschen Benzin einsparen. Ein bisschen Lift- und Coast-Technik verwenden. Getriebe hält noch gut durch, zum Glück. Was mein Auto so raucht, ist auch nicht gerade gut. Den werde ich wohl nicht halten können. Oder doch? Oh, Scheiße. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,8 Sekunden. Oh. Hinter mir ist keiner, sehr gut. Ein paar Infos zu Bando. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Oh, Bottas aus dem Rennen. Dann los. Bottas. Aus meiner Platzierung bin ich mehr als zufrieden. Sehr geil. Sprit haben wir auch genügend eingespart. Perfekt. Also besser geht's wirklich nicht. Schön auf Null. Perfekt. Zu spät eingelenkt. Getriebe hat auch erstaunlicherweise gut mitgehalten. Sehr gut. Oder jetzt haben wir viele ausgefallen hier. Stoffel van Dorn, Kimi Räikkönen, Bottas, Ricardo. Ganz schön viele Ausfälle. Ah, sehr gut. Unser Sauber hält durch. Yes. Schönes Ding. Platz 11 sogar. Bam. Will ich auch mal auf, ne? Da sieht man es auch. Sprit alle.
gerade so gereicht. Jo, das war super. Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Na guck mal, Palmer hat eine Strafe bekommen. Zweimal plus 10 Sekunden. Ja. So, wo sind wir denn jetzt aktuell? Wir sind auf Platz 18. Ja, leider keine Punkte gekriegt. Auch das letzte Team immer noch in der Konstrukteurrangliste, leider. Aber gut. Da war auch nicht zu viel, nicht viel zu erwarten. Und dafür haben wir, denke ich, einiges geschafft. Also mit dem Rennverlauf bin ich sehr zufrieden. Bin froh, dass das Getriebe durchgehalten hat. Dass wir das noch bis zum Ende schaffen konnten. So haben wir eine sehr gute Position erreicht. So. Ja, Palmer hätte mich fast von der Strecke geschossen oder hat mich von der Strecke geschossen. Was ganz klar seine Schuld ist, meiner Meinung nach. Ordentlich Ressourcenpunkte sammeln können. Sehr gut. Rivalität haben wir verloren. Ja, das war klar. Magnus nur noch zu stark für uns. Naja, nochmal ein paar Punkte für die Karriere. KI-Schwäche zu 18% plus Hilfegrad 2%. Okay. Na gut. Okay. So, jetzt müssen wir aber ganz dringend forschen erstmal. Ganz wichtig. Jetzt haben wir über 1000. Was wird denn jetzt empfohlen? Chassis wird empfohlen. Hinterer, unterer Boden. Gewichtsumverteilung. Okay. Oh, gut, bringt uns einen deutlichen Sprung auf jeden Fall. Das allerdings auch. Das Gleiche, würde ich sagen. Okay, bleiben wir mal bei der Empfehlung, würde ich sagen. Schreiben wir eine Waffe des hinteren Unterbodens bietet eine symmetrischere Gewichtsverteilung bei Behaltung der Steifigkeit. Gut, das machen wir jetzt mal. Kommen wir jetzt wieder ein bisschen ran. So, Getriebe. Geschlossene Rennen. So, Getriebe ist im Arsch, sozusagen. Also wir dürfen es jetzt wechseln. Wenn dieses Getriebe sein Auto einmal und hier gibt es keine Strafe. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Moment. Was haben wir denn noch vor uns? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rennen haben wir noch vor uns. Das nächste wird Italien. Das ist schon mal sehr cool.
Erinnerung, wir sind immer noch Saison 1. Das war eigentlich unser bestes Ergebnis. 10. Platz, ach ja, wo wir die 4 an den 9. Platz. Zweimal konnten wir schon die Punkte fahren. Mhm. Auch schon mal gut. So, ich wollte jetzt hier ein Triebwerk gucken. So, ist schon sehr ausgelastet. Würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal jetzt hier ja, wechseln auch das Getriebe. Den Motor, wollte ich sagen. Der hat auch schon geraucht. Also nicht so gut. Im 71%. Ich glaube, wir können jetzt einfach mal fast alles wechseln. Bei 8 Rennen jetzt noch. 3. Wechseln wir auch. Zack. Das haben wir gewechselt. Ist auch schon gelb. Ja, komm, können wir zur Not auch nochmal zurückwechseln. So, hier ist 2A. Und Steuerelektronik. Zack. Da haben wir noch einiges. Gut, damit sind wir wieder auf 0% Gesamtabnutzung. Sehr gut. So, nächstes Rennen ist dann Monza in Italien. Das konnte man eben schon sehen. Sieht man auch. Würde sagen, also mich mal schwer entscheiden, aber ich glaube schon meine absolute Lieblingsstrecke. Also die spiele ich extrem gerne. So, da ist der Sauber, glaube ich, auch gut. Wieder eine Highspeed-Strecke. Das lässt hoffen. Auf jeden Fall. Oh, da passiert was. Forschung und Entwicklung. Hey, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Yes. Nice. Good job, Jungs. Neues Teil montiert. Chassis-Gewichtsumverteilung hinterher. Das haben wir gerade ja gelesen, was wir eben ausgewählt haben. Verbesserung plus 9,09%. Teile verkleinern, Bereichsfortschritt 1 von 7. Mhm. Gut. Dann sind wir hier auch im Leistungsvergleich mal wieder ein bisschen rangekommen. Das freut mich. So, im Gang ist nix. FE-Baum haben wir noch einiges zu tun. Ja. Ich würde sagen, das war für unsere Leistung, die wir abrufen können mit dem Auto, denke ich, völlig zufriedenstellend, den 11. Platz zu absolvieren. Also wenn die Vorgabe 19. Platz war, ist das, denke ich, schon ein herausragendes Ergebnis. Das lässt hoffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann. Ciao.